Was geht ab, meine lieben Freunde? Herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr eingeschaltet habt. Es geht auch schon wieder richtig wild los, denn ich war eigentlich gerade dabei, mich für den Urlaub fertig zu machen. Meine Mutter und ich fahren morgen nämlich nach Spanien, zurück in die alte Heimat. Da zeige ich euch die Hut, wo ich aufgewachsen bin. Und ich gucke gerade so aus dem Fenster, während ich hier alles vorbereite und sehe eine verletzte Taube, die versucht wegzufliegen, währenddessen eine Katze sie jagt. Ich gehe also ans Fenster, mach ksch, 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 ksch. Die Katze rennt dann weg und ich beobachte so die Taube. Ah, die kann nicht wegfliegen. Boah, okay. Ich gehe also runter, rufe schon mal Tierarzt an oder versuch's zumindest. Die meisten haben 13 Uhr zu, danke dafür. Im Endeffekt bin ich jetzt bei einem Tierschutzverein rausgekommen. Die haben mir einen Tierarzt rausgesucht, wo ich gleich mit der Taube hinfahre. Die habe ich nämlich gesichert. Ich hoffe, dass sie geheilt wird, weil ihre Verletzung sieht echt ganz schön fies aus. Let's go, oder? So Leute, ich war jetzt beim Tierarzt. Ich habe es mir auch schon gedacht, dass es darauf hinausläuft. Da wurde nicht lang rumgefackelt. Die haben die Spritze ausgepackt und eine kleine Taube eingeschläfert, weil die Wunde einfach bis zum... Also man hat den Knochen gesehen, da konnten die wohl nichts mehr machen. Ja, ich denke, dass die Taube so sich einiges an Leid erspart, auch wenn es natürlich nicht schön ist. So viel dazu. Jetzt geht's erstmal wieder zurück an die Urlaubsmission. Moin, es geht's los. So, geschafft. Ich dusche kurz und erzähle ich euch, wie die Reise war. Bei dem Flug von Berlin nach Madrid saß ein Typ neben mir, der die ganze Zeit sich die Seele aus dem Leib gehustet hat, rumgerotzt hat. Das war einfach ekelhaft. Und am liebsten wäre ich direkt aus dem Flugzeug gesprungen. Ich mir dachte, Digga, wenn du mich jetzt ansteckst, dann raste ich aus. Hat nichts gebracht. Ich fühle mich jetzt krank. Meine Mama hat mich hier versorgt mit mehreren Tassen Tee. Jetzt kommt der nächste Plot-Twist. Und dann bin ich hingegangen, um die Koffer zu holen. Und mein Koffer war nicht mit bei. Wenn ich Glück habe, wird er mir morgen geliefert. Eine Roomtour gebe ich euch morgen. Guten Morgen, Leute. Ey, mir geht's echt beschissen. Geil. Bin mir nicht sicher, ob ich Fieber habe. Ich glaube nicht. Ich hoffe, es bleibt auch bei nein. Aber ich gebe euch jetzt wie versprochen erstmal eine Roomtour. Das hier ist mein Zimmer. Shoutout an Robert Marc Lehmann und Samara Eckert. Danke für eure Arbeit. Checkt die Videos und was auch immer sie machen. Hier ist das Bad. Hier hat man dann so eine kleine Küche. Hier ist das zweite Zimmer. Hier hat meine Mutter sich eingefunden. Und dann geht es natürlich zum Highlight. Die Couch. Spaß. Der Fernseher. Spaß! Es geht natürlich zum Highlight, nämlich den Balkon mit dieser geilen Aussicht. In die Richtung da hinten habe ich gewohnt. Also nicht so ganz da hinten, aber hier so quasi in die Ecke rein. Das zeige ich euch aber noch die Tage, wenn ich wieder fett genug bin. Da hinten ist Almeria. Das ist so die größtnächste Stadt. Und natürlich bin ich am Tee sippen. Ja, okay, Spaß. Genug Glorifizierung von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Ich nehme jetzt hier ein paar, leider nicht vegane Lutschtabletten. Naja. So, boah, ist viel zu hell, Alter. Ich bin auch so empfindlich, ne? Ich hatte gestern so den Peak vom Kranksein, glaube ich. Also hatte ich Fieber und all den Dreck. Heute geht es mir schon wieder ein Stück besser. Ich habe übel Rückenschmerzen vom ganzen Liegen. Vielleicht kommt noch ein Kumpel. Dann gehe ich mit dem noch eine kleine Runde spazieren, was trinken. Dann werde ich danach wahrscheinlich auch mich einfach wieder zurück ins Bett verkriechen und weiter schlafen. Puedo darle cuando quiera. Se está quedando en pozo. De nuevo. Ha sido lo mismo. Sí. Oh. ¿Ves? Correcto. Sí. Sí, son los pasitos. Tampoco. No se fue a dar. Andrea, una cosa. El anterior día me dijiste que no quería hacer esto de nuevo. ¿Por qué lo estás volviendo a hacer? Pues no sé, luego ya andaré con el jorobado de Notre Dame otro día, pero vamos a cambiar de mortal. Ya he tenido suficiente con esto. No grabes. ¿Cómo? En 4K. Grábame a mí que... Creo que no. Tome, tú no estás preparado para todos los vídeos que acabo de hacer en 3 segundos. Pero. ¡Tú a flip! ¡Papi! ¡Papi! Un propósito, ¿eh? ¿Cómo? ¡Papi! ¡Oh! ¿Qué he hecho? Estoy grabando.
Ese ha sido mi paso número 9000. ¿En el aire o qué? En el aire. No, me he salido un poco por ahí. Es fácil, tú imagínate que sabe hacerlo. Ya, es verdad, ¿cómo no he pensado? Yo todas las veces que lo he hecho es porque me he imaginado que sé hacerlo. Claro. Ya estoy a punto. Y no he hecho ningún. Yo me... ¿Cómo no. que no la corté? Creo que me falta ya la energía. Trotz der Erkältung und allem habe ich doch noch genug Energie gehabt, um ein bisschen zu trainieren. Jetzt bin ich auf dem Weg nach Hause. Es hat mich mega gefreut, jetzt noch sogar zwei Freunde von mir zu treffen. Einer ist noch vorbeigekommen, so ganz spontan. Den sehe ich jetzt vielleicht die Tage auch nochmal. Morgen gehen wir auch wieder trainieren. Ich hoffe, ich habe genug Energie. Jetzt lege ich mich ins Bett, knall mir vielleicht noch ein Ibuprofen rein, sauf noch mehrere Liter Wasser. Dann geht's morgen weiter. Jetzt wird inhaliert. Moin. Ich bin immer noch ziemlich kaputt. Ich werde heute auch langsam machen. Ich bin jetzt gerade auf dem Weg. Kumpel, holt mich ab. So, wir sind jetzt am Parkour-Park von Huercal. Der wurde sogar gemacht oder in die Wege geleitet von einem sehr bekannten Freerunner hier aus der Gegend. Der heißt Alex Cervuda. Nach ihm wurde auch der Park benannt. Wir haben jetzt aufgewärmt und trainieren jetzt eine Runde. Let's go. ¿Qué haces ahí? Sheesh! Du haces Parkour, ¿no? Yo. Hacer la patra. Por respeto le damos todos los muros, ¿no? Claro, claro. De ahí arriba, abajo, y haces luego el... Hijo de p***, venga. Tú primero. ¿La ves? ¿O más tarde? Ahí, vale, sí. Aquí para la izquierda. Para empezar, ¿no? ¡Uf, qué miedo! Pero voy a darle otra vez. Vamos a ver. ¿Cómo dices? ¿Así? Sí. ¿Así? Sí. ¿Que no es así directamente? No, porque así es más difícil. Así giras como solo, ¿sabes? Y eso tienes que meter la cabeza y ya está. Sí. Ahí hay porrillo. Ya he visto más de uno por aquí, ¿eh? Después de la sesión ya no. Ahí. ¿Eso, no? Sí. Uy, uy, uy. Qué miedo. Cuando metes la cabeza, tira. Porque entonces vas para arriba y el culo ya te sigue, ¿sabes? Ahí. Ahí, buena. ¿Cuenta? Sí, cuenta. Vale, vale. Cuenta porque he tocado más que ese muro. Tu cabeza casi toca el muro, ¿eh? Yo también, pero me vale. ¿Te vale? Sí. Ya está, luego sube eso. El respeto de tus fans. Mis fans me respetan por probarlo. Bueno. Uy. Vamos a hacerla bajando, que bajando se puede hacer. Sí, sí, sí. Para ver qué está aquí, porque arriba no llego.
Se te ha quedado muy largo el café, pero bueno. Venga, señor, denle al brazo. Está chiquito. No digas eso, que en la cámara se ve grande. ¿Cómo resbala esta mierda? No te haces idea de cómo resbala, te lo juro. No, sí, yo te creo, sí lo he escuchado. Wir sind jetzt gerade unterwegs in der Sierra de Gádor und gerade waren wir beim Aussichtspunkt von Alicún. Wir suchen jetzt noch einen anderen Spot, wo wir ein bisschen laufen können, weil hier gab es jetzt bisher nur private Jagdgebiete und halt diesen Aussichtspunkt. Aber wie gesagt, wir wollen noch ein bisschen laufen. Wanderweg gefunden. Jetzt drehen wir hier gerade noch eine Runde. So, wir sind jetzt an dem Punkt angekommen, wo wir nicht weiter wollen und können. Aber wir haben es auch sehr weit hoch geschafft. Hat sich auf jeden Fall gelohnt. Boah, ich bin ziemlich im Arsch. Jetzt erstmal eine Runde frühstücken. Ja, vielleicht halten wir noch kurz in meiner Haut dran. Aber mal sehen. Kurzer Zwischenstopp an dem Spot, wo ich angefangen habe mit Parcours. Hier an dieser Burg Castillo Santa Ana. Das hier sind so meine Main Spots gewesen, wo ich wirklich angefangen habe zu trainieren. Das ist die Straße, in der ich gewohnt habe. So sieht die Straße aus, die ich 10 Jahre lang bewandert habe. Fun Fact übrigens, die Straße heißt Avenida El Mar. Aber ganz am Anfang, als ich hier gewohnt habe, hieß sie noch Calle del Mar. Jetzt ist es quasi die Avenida, das Meer. Und früher hieß es die Straße des Meeres. Sick. Einfach sick hier. Hier bin ich 6 Jahre in die Schule gegangen. Oder 5. Wenn man jetzt die Straße hier runterläuft, das zeige ich euch gleich auch noch, kommt man direkt zum Strand. Also es ist wirklich einfach nur eine Treppe runterlaufen und man ist am Strand. Wie gesagt, einfach einmal die Treppe runterlaufen und schon ist man so gut wie da. Hier geht es dann die Strandpromenade entlang. Yes, sir, hier bin ich aufgewachsen. Bienvenidos a Carboneras. Wir machen jetzt einen Segel-Turn-up. Segeltörn war sehr nice. Jetzt auf nach San Jose, oder? Willst du noch nach San Jose?
San Jose. Mir ist übrigens aufgefallen, dass ich, glaube ich, gar nicht erwähnt habe, dass mein Koffer vorgestern angekommen ist. Das heißt, das frische Wäschethema hat sich dann auch zum Glück erledigt. So, letzter Tag, wir frühstücken jetzt. Dann gehen wir noch eine Runde nach Aguadulce. Das zeige ich euch dann später. Noch eine Runde was einkaufen. Ja. Willkommen in der Ober. Das Touristenviertel überhaupt hier in der Gegend. Wir gehen jetzt Souvenirs shoppen. Wir sind jetzt in Aguadulce angekommen. Aguadulce bedeutet übersetzt Süßwasser. Warum Süßwasser? Gut, dass ihr fragt. Eieiei, ich habe überhaupt keinen Bock auf die Reise morgen, ohne Scheiß. Und jetzt habe ich gerade noch ein bisschen aufgeräumt, mache mich jetzt auf den Weg zu meiner Oma und dann lasse ich die Reise langsam ausklingen. Gerade ist hier übel der Nebel aufgezogen, das ist richtig krass, das Boot ist voll verschwunden auch. Ja, jetzt machen wir noch eine Runde Siesta, warten, dass es losgeht. Unser Flug geht erst um 17.40 Uhr, glaube ich. So, wir sind jetzt am Flughafen. Fahrt war wild. Ich bin einfach nur gestresst, so wegen der Reise. In circa 15 Minuten sollte das Gate aufmachen und dann gehen wir die Koffer ab. So, ich bin wieder zurück im kalten und regnerischen Deutschland. Es war eine mega schöne Reise. Ich habe mich mega gefreut, meine Familie und meine Freunde wiederzusehen. Auch wenn ich krank war und mich das ganz schön belastet hat, nicht nur körperlich, sondern auch psychisch. Ich habe es überlebt, das ist die Hauptsache. Es ist auch schon wieder fast Weihnachten, also ich habe echt mega lange gebraucht, um dieses Video fertig zu machen. Deshalb, wenn euch das Video gefallen hat, dann lasst es mich bitte wissen mit einem Like und einem Abo. Teilt das Video auch mega gerne mit all den Leuten, die jetzt gerade die Sonne vermissen. Ich wünsche euch einen guten Rutsch ins neue Jahr. Verbringt die Weihnachtszeit so schön, wie es geht. Deshalb, Leute, ich küsse euer Herzen. Bis zum nächsten Video. Guten Rutsch.